Moin, heute reden wir über die beiden Ruchhändel Abgrund Dungeons. Wir fangen dabei an mit der Halle des verdrehten Kriegsherrn. Hier gibt es zwei Bosskämpfe. Der erste ist ein Kampf mit einem Läufer und einem Turm, also gleich zwei Bossen. Es gibt zwei Mechaniken, die sehr wichtig sind, die zu beachten sind. Zum einen wäre da, dass wir nicht, also wirklich, dass wir nicht einen von diesen beiden Bossen runterbürsten, dass wir nur gegen den anderen kämpfen. Wenn einer stirbt, dann wird der andere sehr, sehr wütend, will ihn rächen, macht viel mehr Schaden, geht halt Enrage, ja? Also am besten beide gleichmäßig runterkloppen und am Ende gemeinsam töten. Die zweite Mechanik ist aber die, die wirklich zu Raid Wipes führt, und das ist eine Projektilmechanik. Ab einem gewissen Punkt, meistens um die 8 Lebensbalken, geht es los, dass der Läufer in die Mitte geht und der Turm irgendwo hinweg. Einer aus der Gruppe wird nebenher ein Fadenkreuz über dem Kopf haben. Achtung, alle haben am Anfang ein Fadenkreuz, bei den meisten verschwindet es zugunsten von so einer Fläche unter den Füßen, bei einem bleibt das Fadenkreuz. Dieser muss sich dann wirklich in die Flucht stellen, also in die Linie von dem Turm und dem Läufer und dann hinter den Läufer. Der Turm wird nämlich einen Energieball schießen und mit diesem Energieball muss er den Läufer treffen. Wird er nicht getroffen, macht der Läufer eine Mechanik, die alle umbringt. Das passiert dann nochmal mit 5 Lebensbalken. Da wird es dann zusätzlich ein paar Strukturen um den Läufer drumherum geben. Die sollten dann entsprechend von jedem, der kein Fadenkreuz über dem Kopf hat, schlicht und ergreifend kaputt gemacht werden, dass eben dieser Energieball den Läufer erreichen kann. Das war es dann auch. Zwischendurch ist natürlich Schaden ein bisschen ausweichen. Nach einer relativ langen Mobphase kommen wir dann zum Phantomlegionskönig. Das ist der zweite Bosskampf. Hier gibt es eigentlich relativ wenig zu beachten, außer dass wir Taumeln brauchen werden. Öfter wird unter ihm eine Leiste auftauchen, das ist eine Taumelleiste. Dafür nehmt entweder Granaten, Wirbelwindgranaten sind dabei die, die am meisten Taumeln machen, aber viele andere tun es auch, und checkt, welche eurer Fähigkeiten eben diesen Taumelmodifikator haben, dass ihr die Leiste schnellstmöglich runterbekommt. Es gibt wieder eine Mechanik, die sehr schnell zu einem kompletten Raid Wipe führen könnte. Die hat mit Schwertern zu tun. Meistens wird dabei direkt vor dem Kampf schon abgesprochen, in welcher Reihenfolge diese Schwerter genommen werden. Es ist sinnvoll, mit der Person anzufangen, die am meisten Taumelschaden hat, weil die dann am meisten Zeit haben wird, eine Taumelleiste, die direkt danach auftaucht, runterzukloppen. Im Kampf dann wird es zwei Mechaniken geben, die eben dieses Taumeln beinhalten, und eine mit den Schwertern. Gehen wir zuerst auf die Schwertmechanik ein. Irgendwann teleportiert sich der König in die Mitte. Direkt danach spawnt er 4 Geisterschwerter, die jeweils einem aus der Gruppe folgen werden. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Schwerter so schnell wie möglich aufgenommen werden, um in der Mitte Taumelschaden zu machen an dem König. Aber, und das ist die große Einschränkung und der Grund, wieso wir eine Reihenfolge festgelegt haben davor, diese Schwerter, die dürfen nicht alle auf einmal aufgenommen werden. Sobald eine Person ein Schwert aufgenommen hat, bekommen alle anderen einen Debuff, der dauert 1 bis 2 Sekunden etwa, und währenddessen, wenn jemand ein Schwert aus Versehen aufnimmt, sterben alle. Heißt, wie einer nimmt das Schwert, alle anderen bekommen den Debuff, warten den ab. Der zweite nimmt das Schwert, alle anderen bekommen einen Debuff, warten den ab. Der dritte nimmt das Schwert und so weiter, ja. Direkt nachdem ihr das Schwert genommen habt, wie gesagt, geht in die Mitte, der König hat eine Taumelleiste, macht die kaputt. Die erfordert relativ viel Taumelschaden, deshalb nehmt Granaten mit, schmeißt auch die, macht euch das Leben leichter, es ist nicht notwendig daran zu wipen. Diese Schwertmechanik taucht im Übrigen 2-mal auf, und zwar bei 15 und 5 Lebensbalken.
Es gibt eine zweite Mechanik. Ich bin mir nicht sicher, ob die in einem Wipe resultiert. Ich glaube nicht. Aber der Vollständigkeit halber reden wir darüber. Da macht der Boss AOE Pizzastücke sozusagen, also Flächenschaden um sich rum und hat auch eine Taumelleiste. Ja? Wenn man die Taumelleiste kaputt gemacht hat, dann geht er kurz zu Boden, man kann entspannt Schaden machen. Bis dahin muss man halt diesem Flächenschaden ausweichen und den entsprechenden Schaden anbringen. Damit haben wir dann aber auch das erste Dungeon direkt geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Im zweiten Dungeon angekommen, das ist der Hildebrandpalast, sehen wir zuallererst eine Phase mehr. Drei Bosse. Also direkt rein da. Der erste Boss ist eine Phantomlegion-Dame. Diese Dame ist letztlich wie ein Spiegelkabinett. Es gibt wieder eine Mechanik, die sehr wichtig ist und ich gehe noch auf eine zweite ein. Ja? Folgendes. Bei 8 Lebensbalken wird diese Dame in die Mitte gehen und überall an den Seiten werden Spiegel in verschiedenen Farben angehen. Dann kommt von beiden Seiten jeweils nacheinander eine Welle und diese Welle müssen wir ausweichen, indem wir in einen Spiegel reingehen und in einem anderen Spiegel der gleichen Farbe wieder rauskommen. Ja, also es geht darum, einfach nur, wenn die Welle von vorne kommt, zu gucken, welche Spiegel da hinten welche Farben haben und die dann entsprechend vor der Welle so zu nehmen, dass man diese sozusagen überspringt. Das war's auch schon. Das passiert bei 8 Lebensbalken, das passiert nochmal bei 5 Lebensbalken. Wichtig zu bemerken ist, nehmt keine lilanen Spiegel. Die lilanen Spiegel sind Bait, auch wenn die mehrfach auftreten. Die führen nicht zu den jeweiligen Spiegeln, sondern zu dem Boss in der Mitte. Meistens ist das kein Platz, an dem man gerade sein will. Außerdem gibt es aber eine zweite Mechanik, die wiped eure Party nicht, die tötet euch nicht direkt, aber ich habe das Gefühl, viele Leute haben immer mal wieder Probleme damit. Ab und an macht der Boss eine große runde Fläche und dann kommen 4 Pizzastücke nacheinander, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn und man muss sozusagen diese Fläche laufen, um keinen Schaden zu nehmen. Ihr seht, wohin, in welcher Richtung diese Flächen gehen, an den Orbs, die sich am Rand der Fläche bewegen. Ja? Ihr seht es hier gerade einmal in langsamer Geschwindigkeit, jetzt nochmal in normaler Geschwindigkeit. Daran orientiert ihr euch dann, in welche Richtung ihr laufen müsst. Vermeidet den Schaden. Das ist gerade, wenn man da auf Item-Level drin ist, unheimlich viel Schaden. Und es ist relativ leicht auszuweichen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Dann habt ihr aber auch den ersten Boss geschafft. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und wir gehen in den zweiten rein. In der zweiten Phase treffen wir das allererste Mal Toe-to-Toe. Haut an Haut auf Brelshaza. Eieiei, euch erwartet noch was. Aber hier ist noch entspannt. Folgendes, es gibt eine große Mechanik. Es gibt keine Mechanik hier, die direkt eure gesamte Gruppe umlegen würde. Ja? Also keine Sorge, ihr könnt das letztlich blind machen. Aber es gibt eine große Mechanik, ab einem gewissen Punkt kippt Brelshaza die komplette Spielfläche. Nebenher fallen wie Murmeln sozusagen Kugeln auf einen runter, man muss ihnen ausweichen, es ist hektisch, ganz unten sind Sägen, die einen umbringen möchten, es ist sehr unangenehm, ja. Um die Fläche wieder in die Waagerechte zu bringen, gibt es ab und zu auf einer Person einen roten Meteoriten. Ja, diese Person ist dann rot gekennzeichnet und wenn dieser Meteorit Brelshaza trifft, während dieser gesamten Phase bewegt sie sich nicht, also den zu treffen ist nicht allzu schwer, gehen wir wieder in die Waagerechte in den normalen Kampf rein. Heißt, wenn ihr rot seid und das Spielfeld gekippt ist, tretet nah an sie ran. Damit gehen wir dann auch direkt in den dritten Bosskampf rein. Das ist die letzte Phase, nochmal Brelshaza. Das hier ist ungelogen einer der schwersten Abgrund-Dungeons, besonders mit unkoordinierten Teams, weil es so einiges zu beachten gibt.
Zuallererst, bevor irgendetwas anderes passiert, offensichtlich, man muss Schaden machen, man muss ausweichen, wird Belshazzar mit 34 Lebensbalken eine Taumelleiste bekommen. Ja, diese Taumelleiste ist eklig schwierig kaputt zu machen. Nehmt bitte alle Granaten mit, die Taumelschaden machen. Merkt euch nochmal, wo eure Fähigkeiten mit Taumeln sind. Wenn ihr habt, nehmt vielleicht Runen auf den Fähigkeiten mit viel Taumelschaden, dass der nochmal verstärkt wird. Und spart euch die Fähigkeiten, ganz wichtig, spart euch die Fähigkeiten auf, bevor diese Taumelleiste kommt. Die erste kommt bei 34 Lebensbalken, die zweite kommt bei 26 Lebensbalken. Zweimal genau das gleiche. Wenn ihr das überstanden habt, und glaubt mir, daran scheitern mehr Gruppen, als man zugeben möchte. Wenn ihr das überstanden habt, geht's mit 16 Lebensbalken in die nächste Mechanik. Und die klingt sehr leicht, aber scheint so einige zu überfordern. Während ein Spieler ein Kreuz, ein X auf sich bekommt und drei leere Orbs über dem Kopf, bekommen alle anderen Spieler so gelbe Lichtschwerter sozusagen, die ihnen die Richtung zeigen, in die sie gucken. So weit, so gut. Jetzt geht es nur darum, dass der Spieler mit dem X von allen drei Lichtschwertern gleichzeitig getroffen wird. Und zwar nicht einmal kurz, sondern bis die Mechanik weitergeht. Ja? Wird er von allen drei Lichtschwertern getroffen, ist das cool. Danach kommt nämlich ein Meteorit vom Himmel. Jeder kann einfach weglaufen. Wird er nicht von allen drei Schwertern getroffen, nur von zweieinhalb, ja, man muss wirklich in das X reinzeigen, dann werden alle eingesperrt und in die Mitte gezogen und der Meteorit klatscht auf den Kopf, alle sind tot. Also, wie machen wir das am besten, dass jeder mit seinem Strahl auf den zu befreienden Teammate zeigt? Folgendes. Zuallererst, wenn ihr das X habt, pinkt, wo ihr seid, geht vielleicht in die Mitte und dann bleibt einfach stehen. Manchmal hat jemand mit diesem X das Gefühl, er müsse jemandem helfen, aber das geht nie gut. Bleibt stehen, lasst die anderen machen. Die mit diesen Lichtschwertern, bewegt euch nicht. Das ist der erste Fehler, den ich sehe. Das Bewegen in Lost Ark ist nicht besonders genau. Und wenn es wirklich um Millimeterarbeit geht, kann ich das nicht empfehlen. Geht irgendwo in die Nähe desjenigen und dann greift einmal mit Linksklick, mit eurem Auto-Attack, einfach in die Richtung von dem Kreuz auf dem zu befreienden Teammate an. Damit bekommt ihr die Ausrichtung, ohne euch nochmal nach vorne zu bewegen oder sowas. Und damit sollte das passen. Wartet dann ab, bis der Meteorit kommt. Im Optimalfall hat alles geklappt und ihr lauft weg. Im schlimmsten Fall macht ihr es halt nochmal. Wenn ihr das geschafft habt, herzlichen Glückwunsch. Weicht weiter aus, macht weiter Schaden. Aber das war es leider noch nicht. Danach, später, ich bin mir leider nicht sicher, bei wie vielen Lebensbalken, aber später wird es nochmal die gleiche Mechanik mit den Lichtschwertern geben. Nur, dass diesmal nicht drei Leute Lichtschwerter haben, sondern zwei. Eine Person hat ein Feld, das sie hinter ihrem Rücken aufbaut. Jetzt muss die Person mit dem X im Feld stehen, während die anderen beiden mit ihren Schwertern auf die Person drauf zeigen. Die leichteste Möglichkeit auch da ist, pinkt, wenn ihr das X habt. Dann, wenn der Typ mit dem Feld in die Nähe kommt, bleibt er stehen und ihr geht mit dem X in das Feld und dann bleiben beide stehen und die Leute mit den Lichtschwertern zeigen drauf. Ja? Man kann das auch so machen, dass der Typ mit dem Feld sich ausrichtet und so. Aber ich bin der Meinung, es ist am leichtesten, einfach ins Feld reinzulaufen, stehen zu bleiben und dann die Lichtschwerterleute machen zu lassen. Wenn ihr das geschafft habt, geht es nur noch um Schaden. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt auch hier endlich den Abgrund-Dungeon geschafft. Diese Schwertmechanik ist ein bisschen, also manchmal habe ich das Gefühl, man zeigt ganz genau auf den Typen drauf und es funktioniert trotzdem nicht. Also, naja, aber ihr bekommt das hin, ja? Wenn ich das hinbekommen habt,
dann ihr sicherlich. Liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Erfolg in den Abgrund-Dungeons. Bleibt gespannt für Yawn, Phaeton und Punica-Dungeons. Und wenn ihr wollt, ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.